So Leute, hier bin ich wieder bei einem neuen Part von Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1. Ja, wir nähern uns schon das Finale, denn ich habe noch zwei Story-Part als Mission. Einmal jetzt Babys Rache und danach kommt dann noch eine. Welche das ist, kann ich euch selbst nicht sagen. Ich bin selbst gespannt. Ja, wir fangen jetzt erstmal an mit Babys Rache. Der aus dem Tsufuru-Jin entstandene Baby landet auf der Erde, um sich an den Saiyajin zu rächen. Können die Z-Kämpfer Babys Plan, die Galaxis zu erobern, vereiteln? Ein ungewöhnlicher Kampf beginnt. Ja, ich bin auch gespannt. Okay, wir haben anscheinend nur einen Kampf. Mit Super Saiyan 4 Son Goku gegen Baby. Ja, und dann machen wir halt im nächsten Part noch das Finale. Aber wie gesagt, danach sind wir noch nicht mit dieser Version Tenkaichi 1 fertig. Denn ich habe da noch so eine Kleinigkeit mit euch vor. Und ihr wartet noch ab. So, so bin ich ein bisschen stärker. Widerwärtiger Saiyan, Fighter zu Furujin, du wirst mich nicht aufhalten. Fürchte, dafür wirst du bezahlen. Gut. Oh fuck. Oh, schön ausgewichen. Ah, so, ich dachte, er hat den Hydra-Sprint drauf. Upsala. Zehnfach Kamehameha. Naja, halt nur ein Kampf, also wird das halt diesmal ein kurzer Part. Er lebt immer noch. Warum lebt er immer noch? Okay. Oh, sieht das gut aus. Schöner Screen. Dead. So, und jetzt gucken wir mal, was uns als Finale erwartet. Und zwar. Anscheinend gar nichts. Babys Rachepläne werden schließlich von den Z-Kämpfern vereitelt. Nachdem sie wieder einmal das Universum verteidigt haben, genießen sie für kurze Zeit den Frieden. Oder kommt noch ein Kampf? Mal sehen. Weil normalerweise müsste da natürlich noch was kommen. Wir haben keine neue Story freigeschaltet. Oh, wir haben es durch. Eigentlich kann das jetzt auch wieder nicht sein. Oder als letztes ist das nur die Credits. Dann wäre das schon das Finale. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal. 100%, 100%, 100%. Nein, da fehlt uns noch was.
Warum? Wahrscheinlich, vielleicht, weil ich das vielleicht nicht zu 100% abgeschlossen habe. Ja, ich mach das mal eben und ja, sonst sehen wir uns dann zum nächsten Part wieder. Oder ja, wir gucken mal. So, ich verabschiede mich und hau da rein und ciao.